Hey Leute und willkommen zu einer neuen Runde Minecraft Bed Wars mit mir, dem Torben. Wir spielen heute auf der Map Farmland, Größe 4x3. Ist ja auch eine Map, die ich mittlerweile sogar ganz gerne spiele. Am Anfang mochte ich sie nicht so gerne. Mittlerweile habe ich mir da so meine Taktik rausgesucht und spiele sie eigentlich relativ gerne. Ich schiebe mal ganz kurz mein Fenster ein bisschen höher. So. Ich hoffe, das hatte keine Auswirkung, aber sollte eigentlich nicht, weil ich ja nicht rausgetappt habe. Okay, Leute, ihr kennt meine Taktik. Ich habe es euch oft genug schon gesagt. Na, man muss hier den Anfang kriegen. Goddammit. So, da muss man da... Oh. GG. GG an den Kollegen. So. Ach, Mann, er macht es... Die wollen alle immer so cool sein, das Bett zu bauen. Finde ich grundsätzlich echt cool. Aber ich mache das doch schon. Ich bin doch Profi im Bett einbauen. Auf dieser Map. Sonst nicht. Aber auf dieser Map. Und darauf bin ich auch stolz. Und das mache ich gerne. So, weil das passiert an uns nämlich schon mal nicht. Weil wir sind vorbereitet. Only baut er jetzt nicht alles mit Blöcken zu. Doch, macht er. Ja, aber dann sieht man die viel schwerer, Kollege. Solltest du auch mal bedenken. Er baut es immer weiter zu. Mann. Solche Leute verstehe ich dann wieder nicht. Zwei Kisten reichen doch aus. Was wollen die denn alle? I don't get it, my friends. Wow, das war so knapp. Ich wäre fast wieder mal draufgegangen. Oh, hinter mir ist ein Dude. Ein Dude. Okay, der ist tot. Ich dachte gerade schon, er fliegt. Das wäre auch witzig geworden, aber ist er nicht. Ich habe ihn sogar getötet. Den kleinen sneaky Dude. So. Wollen wir uns erstmal was zu futtern. Kann nie schaden. Weil Essen ist toll. Dann haben wir uns ein bisschen Rüstung, wenn man schon mal einen Bogen hat, ne? Ist zwar eigentlich jetzt nicht so meine Taktik auf Farmland, wobei habe ich auch schon mal öfter gemacht mit dem Bogen. Chillig die Mitte bekämpft und so. Jetzt müssen wir tatsächlich auch nur das Bett von Team Gelb zerstören und die kommen die ganze Zeit gut angerusht. Das heißt, da müssen wir uns kurz verteidigen. Nein, er hat doch nicht etwa einen Bogen, oder? Er hat einen Bogen tatsächlich in der Base von Team. Boah, Alter, ich habe mich so erschrocken, als jetzt die Aktion gebracht hat. Okay. Er denkt, er könnte jetzt ganz chillig mal eben durchrennen, aber nee. So nicht. Hacker, Spaß schlecht. Okay. Hello, Stats. I don't get it. What's going on over there? Bad game. Bei Verdacht auf Hacks, Report Spieler mit Tastatur aus dem Fenster werfen. Okay. So. Nee, so, so ja schon mal nicht, ne? Das merkt ihr auch. Jetzt brauche ich einen, der hier hinkommt, Leute. Leute. Es kommt halt keiner. Ist das Problem an der Geschichte? Boah, goddammit. Okay, komm, next try. Vielleicht kommt er. Hi. Hi. Ja, komm. Irgendeiner, hallo? Irgendeiner, der mir mal helfen will? Geht mal alle mir aus dem Weg. Nein, mir braucht auch keiner helfen. Okay, so, jetzt kann man hier abräumen. Okay, er räumt ihn ab. Dann räume ich mal den ab. Alter, ich hoffe, ich habe nicht zu sehr übersteuert. Muss ich gerade mal kurz auf meiner Audiospur checken. Okay, das war's. Chillig. Ich glaube aber, hier ist tatsächlich noch einer. Deswegen hetze ich dem meine Sophie hier auf den Hals. Einfach um sicher zu gehen. Zeig doch mal. Ne, Sophie sagt, hier ist keiner mehr, okay. Okay, er ist tot. Der eine Gelbe, den ich meinte, er lebte schon nicht mehr. Er lebt ja schon gar nicht mehr. Als ob das true ist. Es ist so true, I'm in a coin. Nein, aber warum das denn? Warum habe ich den Rückschuss des Jahrhunderts bekommen, ey? Das finde ich nicht okay, weil sowas ist echt gemein. Vom System her. Vielleicht hätte ich nicht so offensiv dran gehen sollen. Weil es kann durchaus sein, dass so ein Spieler dann auch noch ein ganzes Team auseinander nimmt, wenn man sich zu dumm anstellt und zu... Er ist tot, glaube ich. Ja. GG. GG. Ach, Leute. Wir haben jetzt halt nur eine... Hä, was geht denn bei ihm ab, Alter?
Okay. Alles, nee, okay, dazu fällt mir gar nichts mehr an. Der hat einfach Texte kopiert und da reingehauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Ihr müsst halt auch mal mit einer kurzen Folge leben. So ist das Leben. Aber dafür kommt jetzt täglich halt was. Wenn ihr, dann lasst doch ein Like da und abonniert, um nichts mehr zu verpassen. Bis morgen, haut da rein und ciao.